Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode Jump World mit dem tauchenden Lord Zombie. Bin hier gespawnt. Ja, du bist da gespawnt, echt jetzt? Ich ertrinke, Oh nein, dann habe ich ja schon gewonnen. Springen wir mal los hier. Warte mal, du bist von deinem Heimatdorf losgefahren, um das große Feuer zu entfachen, weil? Weil dein Dorf und das komplette Land in Gefahr ist. Idee für Story bei Herr der Ringe und Simple Lewis. Okay, erklimme den Berg und entfache das Feuer. Kehre danach zu deinem Dorf zurück und kämpfe. Gegen die Armee von Zombie. Um ihn zu töten. Ja, das ist eine Wendung, ne? Gefällt dir wahrscheinlich jetzt nicht so, oder? Ach, du musst gegen mich kämpfen, um mich zu töten. Ich muss gegen dich kämpfen, um dich fertig zu machen. So richtig fertig. Wo geht's denn jetzt hier lang? Keine Ahnung. Einfach hier an der Seite. Stell dir jetzt Herr der Ringe-Musik vor. Okay. Ich kann das nicht. Viel Spaß bei deinem Abenteuer. Ich habe noch ein Schild. Es gibt 3 Easter Eggs. Oh gut, da ist schon eins, ich sehe schon eins. Ja. Super versteckt auf jeden Fall. Okay. Easter Egg, du kommst nicht vorbei bei Gandalf. Gandalf ist eine Wand. Gandalf ist eine Wand in der Ecke da hinten. Ja, ist ein bisschen alt geworden. Ja, ein bisschen alt und ergraut, okay. Jetzt ist er wieder doch Gandalf der Graue. Ja. Gandalf die Wand, so. Schaue Richtung Norden, dort siehst du den Weg zum Feuer. Tipp. Achso. Der Pfad scheint unbegehbar. Warte mal, wie? Der Norden? Siehst du das Feuer? Ach, hier ist das. Nee, hier ist das. Hier ist eine Fackel. Ich weiß nicht, ob das Feuer sein soll. Ja, das Feuer. Es weist uns den Weg. Wahrscheinlich müssen wir den Fackeln generell folgen. Achso, ja gut, aber. Hä? Wir sind doch gerade hier hochgelaufen und hier ist kein. Ach, da ist eine Fackel nochmal. Guck mal da. Ja, hier sind überall. Hier ist sogar ein Checkpoint hier oben bei mir. Oh, was? Moment. Ja, du bist ja auch falsch gelaufen. Ja, ich bin direkt nach unten gerannt. Du musst erstmal zu Fackel Nummer 2 kommen. Fackel Nummer 2. Wo genau. Ist der Checkpoint? Ach, da. Da ist ein Checkpoint. Okay, die Reise führt uns also hier hin. Oh, ich glaube, ich... Oh, ich habe noch ein Herz. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe noch eine Menge Herzen. Oh, ja, jetzt gut. Müssen wir sogar mal springen. Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Erster Sprung, zack, gewonnen. Okay, gut. Gut, das macht ja nichts. Das gehört dazu. So. Oh, du hast es sogar geschafft. Oh Gott. Ja, Leistungsdruck. Ach, schaffst du es auch. Oh. Guck, easy. Yeah, okay, gut. Kriegst sogar einen Checkpoint als Belohnung. Gott sei Dank, super. Und alles das, um dich gleich umzubringen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin falsch gesprungen. Ich war so ein bisschen zu enthusiastisch. Zu enthusiastisch. Wir müssen hier hoch. Ja, ich komme. Die Fackel leuchtet hier. Ach man, diese schöne Preset-Map ist so toll. Das ist eine Preset-Map? Ja, na klar. Die haben doch voll viele, also das ist Preset-mäßig hier. Isen hat hier voll erwartet, dass wir ein Rennen gegeneinander machen. Du hast ihn echt enttäuscht. Ja, irgendwie schon. Ich dachte... Aber das wäre auch bitter für mich ausgegangen, glaube ich, wenn wir wirklich ein Rennen gemacht hätten. So ist das schon ganz gut. Vielleicht machen wir schon eins und ich bin vor dir. Oh nein, ich komme gar nicht hinterher. Halte ein. Oh, ich habe meine Leertaste gedrückt. Oh nein, nein, ich bin runtergefallen. Du kannst jetzt einfach einen Wasserfall hochschwimmen. Kann ich? Oh, ja. Moment. Hui. Falls es so ist, dass man hochschwimmen kann. Ja, ich glaube, man kann hochschwimmen hier, das geht. Einfach zu mir hinkommen. Weißt du, du gibst mir noch Tipps in unserem Rennen. Ja, ist ja auch ein richtig krasses Rennen. Ja, oh Mann. Warte. So. Komm zu mir. Und jetzt sind wir hier oben. Hier ist ein Checkpoint neben mir, meine ich. Neben dir ist ein Checkpoint wo? Ja, ach, da. Hier unten. Dann werde ich mal kurz runterfallen. Oh, das Wasser ist... Das war crazy. Ja. Man schickt mich irgendwie hier gerade durch. Oh Gott. So, ich kann hier einfach hochschwimmen. Ah, guck, hier ist der nächste Checkpoint. Der nächste Check... Oh Gott. Schon wieder runtergefallen, aber das macht keinen Unterschied hier. Ja. Das weil man eh überall hochkommt. Ach, da ist ein Checkpoint, ja. Hey, ich meine, der hat wenigstens Holzblöcke in die Welt gesetzt. Ja, das ist schon mal irgendwie ein Achievement. Der Wille war auf jeden Fall da, eine Map zu bauen. Ja, man sieht zumindest, wo man hin muss. Da oben sind zwei Schilder. Ja, wahrscheinlich ist das schon... Nee, nein. Schöne Aussicht, aber nun weiter. Der Weg ist noch lang. Der Weg ist noch lang, aber...
Wohin? Ach, da lang. Jetzt müssen wir dem Gravel wahrscheinlich folgen. Der Gravel ist jetzt der wegweisende. Gravel ersetzt jetzt die Holzblöcke, ja. Genau, der Untergrund. Oh, da sind schwebende Cobbles. Oder nee, Bruchstein heißt es jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Deutschen heißt es Bruchstein, ja. Ja, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir die Easter Eggs zum Beispiel hier unten im Wasserfall verpassen. Oh nein, das wäre echt furchtbar. Ich glaube, da muss man reinspringen. Oh nein, ich habe verkackt. Warte, vielleicht können wir das auch so machen, indem man hier so hoch slidet im Wasser und dann... Okay, funktioniert. So. Au. Easter Egg 2. Mein Schatz. Gollum. Okay. Wow. Gollum ist das also... Interessant. Also, weißt du? Also das, die Easter Eggs, da hat er sich fast schon selber übertroffen. Ja, die sind echt irgendwie sehr kreativ. Oh Gott, hast du runtergefallen? Der gesichtslose graue Gandalf und Gollum. Oh warte, das ist nicht, das hat es bestimmt. Der Ring wird mir gehören. Sauron. Ja, Sauron. Irgendwie so ein Lava-Ring. Ab durch den Tunnel. Na? Okay. Ist ja ganz schön gefährlich hier. Oh nein, ich bin sofort gestorben gerade. Oh. Ich bin einmal an den Lava-Block herangetreten und er sagte, nee, tschüss. Du bist jetzt tot. Ja gut, dass hier auch im gesamten Lavatunnel kein einziger Checkpoint ist. Ja, das ist echt gut, aber man kann ja vorsichtig sein. Oder? Oh Gottes Willen. Okay. Gott. War hier standardmäßig auch Lava drin? Ich glaube nicht. Nee, ich es wäre ein bisschen... Weil sie sieht nämlich ein bisschen deplatziert aus, die Lava. Ja, ne? Die ist irgendwie teilweise... Sehr bröckelig. Bröckelig. Oh Gott, wie kommt man jetzt hier... Ach du, da, Hilfe! Ich hab Feuer berührt und brenne. Burnen. Huh. Okay, cool. Da ist ein Checkpoint. Bist du schon hier oben? Ja. Was? Da war ein Checkpoint irgendwo? Ja, hier mittendrin. Mitten in dem Lavasee. Ja. Du bist wahrscheinlich schon ganz weit oben, oder? Ich bin am Ende vom Lava. Oh, natürlich. Gott sei Dank ist das kein Rennen. Aber hier oben war ein Checkpoint. Okay, warte. Komm dir mal entgegen. Ich versuche. Hallo. Hui. Ich mach das hier ganz vorsichtig, damit einfach ich nicht... Einfach der Lava folgen, ganz einfach. Einfach der Lava folgen? Ach so, okay. Dann gehe ich erstmal hier drauf. Ganz das einfach. Oh. Hast du eigentlich schon geschafft. Ja, ich bin super. Ich brenne ein bisschen. Das Wasser. Schön nice. Abgeduscht. Sehr schön. Hallo, ich häng dich ab. Hui! Nee, warte auf mich. Ich will auch mitspringen. Oh Gott, nee, solche Wassersprünge. Die Map war gar nicht in dem Sinne Zombie vs. Eason, ist eher, ich bin der Bösewicht der Geschichte nur. Ja, aber vielleicht gibt's am Ende nochmal so eine Passage, wo du sagen kannst, hallo, ich bin der Bösewicht. Ja, dafür dann, hat sich die Map gelohnt. Ja, ich weiß ja nicht. Oder vielleicht kommt ein riesen Zombie-Kopf. Wer weiß. Das wäre natürlich cool. Ja, oder? Oder das ist dieser Sauron-Tor mit diesem großen Auge, aber statt dem großen Auge ist da einfach mein Gesicht. Ja, das wäre doch cool. Das wäre ein unerwartetes Ende für ein absolut klasse Jump-World-Ding. Ach Gott, kann ich reden, wenn ich über Zäune springe? Oh. Weiß, Zäune nehmen mir auch immer alle meine Worte weg. Ja, am besten einfach schweigen. Ich hasse Zäune so sehr. Ich dachte, wir wollten schweigen. Entschuldigung. Okay, dein Halsgesicht schweigt niemals. Ist immer da. Das habe ich immer für einen Notfall da, falls der obere Mund nichts mehr zu sagen weiß. Ja. Da kommt einfach das Halsgesicht. Hallo. Und was ist, wenn das Halsgesicht nichts mehr sagen kann, dann? Dann ist das Ende der Welt erreicht. Das Ende der Welt. Aber du hast noch ein drittes Gesicht, oder nicht? Das auf dem Bauch habe ich nicht mehr gerade, nee. Nee, oh. Okay. Es ist unter der Kleidung, es kann nicht sprechen. Das erstickt es. Es ist einfach nur versteckt. Es ist einfach gerade im Tiefschlaf, im Winterschlaf. Ab auf den Baum. Im Winterschlaf, im Sommer? Also im Frühling. Dann ist es der Sommerschlaf. Das ist dem zu warm im Sommer. Das ist zu warm. Der Bauch kann nicht Sommer durch. Der schwitzt einfach zu sehr. ja. Wie kommt man jetzt hier hoch? Hier und dann da. Da und dann da. Da und dann da, genau. Da und dann zu mir. Und dann dahin? Genau. Und jetzt kommen wir jetzt hier auf den Baum hoch. Und tada! Das ist ja richtig ausgefuchst. Wir haben das Rätsel gelöst. Hier runter, glaube ich. Hier runter? Okay, das... ins Water. Also, sind wir jetzt hier hochgeklettert eigentlich, obwohl wir hätten schon die ganze Zeit irgendwo runtergehen können und... Ja, theoretisch hätten wir das tun können, glaube ich, aber hey, der Weg ist das Ziel, ne, und nicht das Ziel.
Ich glaube, so kommt das hin. Siehst du okay. vielleicht noch ein ultrageheimes Easter Egg? Ich nicht. Nee. Easter Egg, stimmt, hab ich schon wieder ganz vergessen, dass die überhaupt existieren. Das dritte fehlt halt noch, aber... Oh, was mach ich denn? Bin runtergeplumpst. Okay, ich achte jetzt auf ein Easter Egg, ich werde das finden. Ja, es muss ja irgendwo hier sein. Vielleicht aber auch nicht. Es muss hier sein, oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es keine Easter Eggs in diesem Spiel. Vielleicht ist Ostern noch gar nicht. Oder es war ja schon. Mist. Doch, doch. Oh Gott, ich bin ja komplett neben der Zeit gerade. Ach guck mal, da oben sind wir gerade auch noch drüber gesprungen. Wir müssen hier rein, aber in die Höhle. Ach, wir müssen in die Höhle rein, okay. Ja. Okay. Es ist dunkel und ich habe Wasser im Gesicht. Hurra. Sehr erfrischend, gerade bei diesen Temperaturen. Eben, wenn es schon so warm ist und kühles, frisches Bergwasser. Frisches, tolles Bergwasser. Oh, ein Portal. Wir haben wieder irgendwo gelandet. Mitten im Wald. Mitten im Wald. Na gut, also. Auf dem Berg. Ich bin gespannt. Ah, das sind ein paar Bäume weiter. Ich sehe das Secret. Du siehst das Secret? Ah, ich sehe es auch. Es ist super Secret hier oben. Das ist direkt neben dem Ziel. Hier ist schon das Ziel. Easter Egg. Menschen leben in Häusern, Hobbits in Bergen. Alter! In Bergen? Das ist crazy. Der haut ja hier die Infos raus. Wow! Okay, gut, dann. Nein! Der hätte ja interessantere Fakten einfach finden können, wenn man eine Sekunde googelt. Weißt du was? Ich bin unten einfach. Oh Mann, oh. Ja, gut, Herr der Ringe Fun Fact. Herr der Ringe Fun Fact? Ja, 10 Fakten über Herr der Ringe. Okay, lies mal vor. Arwen ist Aragorns Cousine. Aha, wusste ich. Ich weiß nicht mal, wer Arwen ist. Wer ist Aragorn? Nö! Der Typ, der mit dem Hobbit... Ich weiß doch. Okay. Man weiß ja nie. Man weiß nie. Du hast das Feuer entfacht. Nun aber schnell weiter. Der Kampf gegen Zombies Armee findet in meiner... nächsten Map statt. Thanks fürs Spiel. Werbung. Werbung. Nächste Map folgt bei einer Bewertung von 3. Kleiner als 3? Ich weiß nicht. Bei 2 Map wird heißen, kommt an 20.05 Eason V Zombie. Eason V Zombie, leeres Schild. Warte mal, steht da hinten noch? Ach hier, Simple Lewis auf Twitter. Achso, das ist die Werbung. Ach so. Ah, sehr ausgefuchst, Simple Lewis. Okay, ich habe noch eine Frage an dich, Eason. Ja? Öffne mal das Bewertungsmenü, bitte. Habe ich. Welcher der Punkte steht für 3? Ich glaube, okay, oder? Ich weiß nicht. Warte mal, wir haben noch keine Bewertung. 1, 2, 3, 4, ja, ich denke, okay. Also oder? Müssen wir nur okay geben? Wir müssen nur okay geben. Ich habe bei 3 mal sehr gut gegeben, einfach nur, weil ich wissen will, ob es weitergeht irgendwie. Und ich habe 3 gut gegeben, auch wenn ich nicht weiß, warum. Okay, gut. Es ist halt so, weißt du, wir müssen ja irgendwie auf den Kampf vorbereitet sein und das bringt uns zum Kampf. In der nächsten Map, irgendwann. Am 20. Aber Durins Fluch, der Balrog von Moria, hatte eigentlich Flügel. Ach, stimmt ja, ne? Ja. Das wurde hier gar nicht behandelt. Eigentlich verdienst du gar kein sehr gut. Oder Sauron ist nicht das ultimative Böse in Mittelerde. Sondern wer sonst? War ein Diener von Morgoth, einem gottähnlichen Wesen. Okay, also ist Morgoth quasi der ultimative Bösewicht? Ja. Gut. Heißt, wir brauchen mehr Herr-der-Ringe-Kinofilme. Wir brauchen mehr Kinofilme, wo Morgoth auch mal vorkommt, also so richtig... Ja, wir wollen Morgoth in den Kinofilmen, bitte. Morgoth muss auf jeden Fall weniger Gott. Eine Rolle bekommen, das wäre nett. Und ist der Bruder von Mr. Moore. Der Morgoth. Morgoth. Mr. Moore Game und Morgoth. Mr. Morgoth, ja. Die Parallelen sind auf jeden Fall da, Mr. Moore Game God. Fusion! Oh nein! Demzufolge ist Mr. Moore das... einzig wahre Übel. Das passt schon immer. Ja, das ist nichts Neues. Okay, das sind die abschließenden Worte für diese Map. Ich schließe hier und sage danke fürs Zuschauen. Und mach danke. Ich will auch eine Explosion in die Luft schlagen. Okay, warte, dann schau dich an. Do it. Ah, warte. Okay, das war die erste. Du machst okay. Du abschließt. Kapau. Kabam. Und bei der letzten soll jetzt einfach das Bild zerbrechen. Okay. Und jetzt die letzte. Noch eine, okay. Ja, die letzte. Habe ich jetzt genug geschlagen? Ja, du hast genug geschlagen. Tschüssi.